Ein 16-jähriges Mädchen, das auf dem Weg zur Schule verschwindet. Ein Auto, das am Straßenrand plötzlich den Verkehr blockiert. Eine Zeugin, die das Mädchen verängstigt mit einem Mann beobachtet. Ein Mord, der schließlich auch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY beschäftigt. Der XY-Experte und Journalist Ralf Döbele hat sich mit der Geschichte um den Mordfall Annette K. intensiv auseinandergesetzt. Für mich war der Fall mit dem Kornfeld immer einer der schlimmsten in der Geschichte von Aktenzeichen XY. Das hat vor allem mit der Art und Weise zu tun, wie die Leiche schließlich entdeckt wurde. Eduard Zimmermann sprach damals in der Sendung von einer Situation, die einem den Atem raubt. Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Am Morgen des 21. Juni 1988 verlässt die 16-jährige Annette K. ihr Elternhaus. Etwas später als sonst üblich. Das Gymnasium von Annette K. hatte an diesem Tag Sportfest, deshalb fielen die ersten Unterrichtsstunden aus. Aus diesem Grund machte sich Annette K. auch später als gewohnt auf dem Weg zur Schule. Gegen 9.15 Uhr verließ sie Waldsee und fuhr mit ihrem Damenfahrrad die Landesstraße 534 entlang Richtung Speyer. Normalerweise braucht sie auf ihrem Rad etwa eine halbe Stunde bis zum Gymnasium in Speyer. Doch beim Sportfest ihrer Schule warten die Klassenkameradinnen vergeblich auf sie. Ist die überhaupt da? Nein, die fehlt. Wieso? Keine Ahnung. Die hat gestern was gesagt, dass sie zum Zahnarzt muss. Vielleicht kommt sie später. Auch bei dem geplanten Zahnarzttermin am Mittag des 21. Juni taucht Annette nicht auf. Als sie nicht nach Hause kommt, gehen ihre Mutter und ihre Schwester zunächst noch davon aus, dass sie sich noch mit Freundinnen getroffen hat. Je später es dann aber am Abend wurde, desto größere Sorgen machte sich die Mutter. Und gegen 22.45 Uhr verständigte sie schließlich die Polizei. Die Beamten starten unmittelbar danach eine improvisierte Suchaktion auf dem Schulweg von Annette zwischen Waldsee und Speyer. Sie müssen sie allerdings aufgrund der schlechten Sicht abbrechen. Die Mutter von Annette K. hatte sich aus Sorgen um ihre Tochter kein Auge zugemacht. So entschloss sie sich, sobald es hell war, noch vor der Polizei selbst den Weg nach Speyer abzufahren, den ihre Tochter immer genommen hatte. Etwa 300 Meter vor Speyer findet Annettes Mutter in einem Kornfeld einen frischen Trampelpfad. Sie folgt dem Pfad hinein in das Feld und entdeckt hier schließlich die Leiche ihrer Tochter. Annette wurde am Morgen des 21. Juni auf dem Schulweg umgebracht. Die Kripo Ludwigshafen stellte fest, dass Annette K. zunächst vergewaltigt und danach erstochen worden war. Außerdem gelang es der Spurensicherung, Spermaspuren an der Kleidung der Getöteten zu sichern. Die Kripo Ludwigshafen richtete eine 30-köpfige Sonderkommission ein. Aufgrund des grausamen Verbrechens kommt es in Speyer sogar zu einer Demonstration. Mehrere hundert Menschen protestieren gegen Gewalt an Frauen. Die Kripo Ludwigshafen findet in der Zwischenzeit einen wichtigen Zeugen. Da war ein Rentner, der fand hier an der Landesstraße ein weißes Damenfahrrad, das noch relativ neu aussah. Er nahm es dann an sich und brachte es zur Polizei. Besonders bemerkenswert war, dass dieses Fahrrad nicht auf der Seite, auf dem Landwirtschaftsweg gefunden wurde, wo dann später die Leiche des Mädchens gefunden wurde, sondern hier auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, der Täter musste das Fahrrad hier herübergebracht haben, vermutlich um vom echten Tatort abzulenken. Trotz aller Bemühungen kann die Kripo Ludwigshafen den Täter nicht ermitteln. So kommt es ein Jahr nach dem Verbrechen zur Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Moderator Eduard Zimmermann und dem zuständigen Kommissar Werner Müller von der Kripo Ludwigshafen. Unsere Ermittlungen gestalten sich recht schwierig, weil der Täter praktisch keine verwertbaren Spuren hinterlassen hat. Deshalb sind wir auf der Suche nach weiteren Zeugen, die am fraglichen Tag, also am 21. Juni 1988, wichtige Beobachtungen gemacht haben. In der Sendung wird dann noch auf eine weitere wichtige Zeugenaussage eingegangen. Die Zeugin, die auf dem Weg nach Waldsee war, hat ausgesagt, dass sie an diesem Morgen gegen 9.40 Uhr wenige hundert Meter hinter Speyer kurz anhalten musste. Und zwar hinter einem Pkw und hinter einem Lkw. Der Grund für diesen unfreiwilligen Stopp sei ein roter Personenwagen gewesen, der den Verkehr behindert habe. Während dieses kurzen Aufenthaltes habe sie gesehen, dass ein Mann und ein Mädchen vom Radweg aus in das angrenzende Feld gegangen seien.
Am Rande des Feldes habe ein weißes Damenfahrrad gelegen. Ob und wie der Mann das Mädchen bedroht hat, konnte die Frau nicht sagen. Dass er das Mädchen bedroht hat, ist allerdings zu vermuten. Das Mädchen habe sich noch einmal ängstlich umgesehen in Richtung Straße. Sehr ungewöhnlich, bei XY wird die Szenerie am Tatort auch anhand eines Miniaturmodells verdeutlicht. Insbesondere der Fahrer des Lastzugs, der hinter dem roten Personenwagen anhalten musste, könnte uns sicher Näheres zu diesem Wagen sagen. Vielleicht aber auch der Mann, der hinter dem Lastzug in dem beigefarbenen Pkw gesessen hat. Die Resonanz auf die Ausstrahlung von Aktenzeichen XY brachte der Polizei tatsächlich eine ganze Reihe von neuen Zeugen. Darunter war auch ein Anhalter, der gesagt hatte, dass er vermutlich in einem Auto gesessen hatte, das ebenfalls in der gleichen Autoschlange gestanden hatte wie das Auto der besagten Zeugin. Letztendlich konnte dadurch aber für die Kripo Ludwigshafen auch keine heiße Spur gefunden werden. Auch die am Tatort gesicherte Spermaspur bringt die Polizei nicht weiter. Sie wird an ein Labor in England geschickt, wo die DNA des Täters isoliert werden kann. Allerdings konnte diese Täterspur dann später auch nicht in die bundesweite DNA-Datenbank eingespielt werden, einfach aufgrund des Verfahrens, das damals in Großbritannien angewandt worden war. Es deckte sich nicht mit dem später gängigen Verfahren zur Isolierung von DNA. Mehrfach wird in den Jahren nach dem Mord an Annette K. in dem englischen Labor erfolglos nachgefragt, ob nicht doch noch eine Rest-DNA vorhanden sei. Doch der Fall des Mädchens aus Waldsee bleibt ein Cold Case, 16 Jahre lang. 2004 kam dann aber doch die Rückmeldung aus Großbritannien, doch, wir haben noch Reste dieser Spur vom Tatort. Sie wurden ans BKA Wiesbaden übersandt, dort wurde die DNA-Spur des Täters erneut isoliert. Diese DNA wurde in die Datenbank eingespeist und es kam endlich zu einem Treffer. Es handelt sich um Eckhard W., gelernter Metzger, 38 Jahre alt, den die Polizei im Oktober 2004 festnimmt. Seine DNA war in der Datenbank zu finden, weil er wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft war. Eckhard W. ist nun dringend verdächtig, Annette K. auf ihrem Schulweg abgepasst und sie in dem Kornfeld ermordet zu haben. Zum Tatzeitpunkt war er bei der Bundeswehr in Speyer stationiert. Es wurde gemutmaßt, dass sich Annette K. entweder sehr stark gewehrt hatte, geschrien hatte. Die Polizei hat aber noch eine andere Vermutung: die Angst des Täters, identifiziert zu werden. Es ist aber auch möglich, dass Eckhard W. damals seinen Bundeswehr-Tarnanzug trug, seine Uniform. Und die hatte auf der linken Brusttasche seinen Nachnamen eingestickt. So musste er auch befürchten, daran später erkannt zu werden. Der Kriminalitätsexperte Ralf Döbele hat sich auch mit dem Prozess gegen Eckhard W. befasst, der im Juli 2005 vor dem Landgericht Frankenthal beginnt und großes öffentliches Aufsehen erregt. Sein Verteidiger versuchte noch zu argumentieren, dass Eckhard W. Annette K. zwar vergewaltigt hatte, dass danach aber ein anderer Täter das Mädchen ermordet hatte. Dies erscheint im Rückblick relativ absurd und das Gericht folgte dieser Argumentation auch nicht und verurteilte den Mann schließlich zu lebenslanger Haft. Der Anwalt von Eckhard W. legt Revision gegen das Urteil ein, das jedoch letztlich 2006 vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigt wird. Eine besondere Schwere der Schuld hatte das Landgericht Frankenthal nicht festgestellt, sodass der Verurteilte nach 15 Jahren wieder aus der Haft entlassen wird. Der Mord an der 16-jährigen Schülerin Annette K. Ein Verbrechen, das nach vielen Jahren doch noch geklärt werden konnte.